Meine Lieben, herzlich willkommen zu meiner Technik-Serie, Technik-Reihe. Heute geht's los mit den Gravity-Boxenstativen. Viel Spaß! Und es geht los mit dieser schicken Tasche hier. Gerade eben ein bisschen schwer. Diese Tasche heißt Gravity BGWB123. Link in der Beschreibung und kostet derzeit beim Thomann ganze 16 Euro. Und das ist tatsächlich wert, vor allem noch aus dem Grund, weil ich zwei Tellerstative da drin, beziehungsweise Tellerstativfüße, die habe ich, glaube ich, seit April. Sieht echt noch gut aus. War bei circa 80 Jobs dabei. Und weder irgendwas gerissen noch irgendwas anderes. Und es ist ja Garantie drauf. Von daher alles cool. Die Reißverschlüsse sind mega robust. Und wie schon gesagt, habe ich da drin zwei 45 cm Tellerstative von Gravity. Auch die Tasche ist von Gravity. Die zu dem Set gehören. Gravity SSP WB Set 1 gehören diese Stativteller, sind aus Gusseisen, haben hinten nochmal extra, ich weiß nicht, ob man es hier sieht, so Ösen und da kann man, bin gleich wieder da. Die Verpackung dafür gerade eben noch gefunden. Wird hier drin verpackt. Hier steht's. Und noch ein extra Gewicht. Und dieses extra Gewicht hat, ich glaube, der normale Sockel, beziehungsweise hier steht sogar, der normale Sockel hat 9 Kilo. Und mit dieser Scheibe, die ich jetzt mal für euch da einsetzen werde, sind wir plus 5, also 14 Kilo. Alles noch verpackt. Uiuiui. Hier rein. Zack. Und dann die Dinger so nach innen drehen. Hier auch. Das ist gar nicht so leicht hier. Muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Ja, würde ich jetzt nicht so verkaufen, allerdings bin ich mir sicher, dass man das, wenn man Bock hat, auch vernünftig machen kann. Ich habe aber gerade keinen Bock. Also jetzt ist es wirklich schwer. 14 Kilo am Boden hält einiges. Aber ich mache sie gleich wieder raus, diese Platte, weil ich sie nicht brauche. Und ich froh bin, wenn ich nicht so viel schleppen muss. Diese Tellerstative aus Gusseisen, 45 cm Durchmesser, haben ein M20-Gewinde. Und dieses M20-Gewinde gehört zu einem 35 mm Stativrohr, das ich hier drin habe. Und wird hier aufgeschraubt. Und das zweite wird hier aufgeschraubt. Also geht wirklich ratzfatz. Und durch diese Schraube, die auch wirklich hält, kann man dann das Stativ bis 180 mm, also 1,80 hochfahren. So. Jetzt sieht man mich wieder. Okay, und es ist wirklich, wirklich stabil. Sieht man dann später gleich, wenn ich die Boxen draufsetzen werde. Zusammen heißt dieses Set Gravity SSP WB Set 1, Link in der Beschreibung, und kostet 79 Euro. Diese Klammern hier sind nicht dabei, die sind aber Gold wert und sieht echt schick aus, weil man hier die Kabel reinklemmen kann. Und diese Klammern heißen Gravity SACC 35B Kabelklemme. Also 35, denke ich mal, wegen dem Durchmesser hier, 35 mm. Okay, so,
Und die Boxenstative sind natürlich in diesem Case. Dieses Case finde ich zu groß. Das ist eigentlich für Dreibeinstative gemacht. Aber es erfüllt seinen Zweck. Dieses Case heißt Gravity BGSS2B, ist auch aus Nylon, ist gepolstert, ist wirklich stabil, auch wieder mindestens 80 Einsätze seit April hinter sich. Bei einem ist dieses Ding abgegangen, ist aber nicht schlimm. Wirklich sehr zu empfehlen. Und diese beiden Stative sind meine Boxenstative oder einer meiner Boxenstativ-Sets, so, die ich besitze. Und die kommen jetzt mal hier hin. So, ich räume jetzt hier auf und im nächsten Video werden wir auf diese beiden Stative die Phon XT2 Tops draufstecken. Bis später.